Kopfballtor weiß gar nicht, schon ein paar Jährchen her. Ich würde ja fast sagen, so gewinnen Spitzenmannschaften. Wer da mit trockenen Augen rausgeht, der ist wirklich kein Mensch. Ich bin mit dem Fahrrad aus Bockenheim gefahren, das hat sich absolut gelohnt. Korrekte Entscheidung. Tor! Und jetzt ist das Ding drin. Den emotionalsten Moment gab es 20 Minuten vor dem Spiel. Abschied von Peter Fischer im letzten Heimspiel als Präsident von Eintracht Frankfurt. Und er wurde mit einem Sieg belohnt. 1:0 gegen den ersten FSV Mainz 05. Und das lassen wir jetzt Revue passieren in drüber gebabbelt der Spieltagsanalyse aus dem Deutschen Bankpark mit Lukas Dombrowski von der Sportbild und Julian Scharlau, der das Spiel bei Eintracht FM kommentiert hat. Lukas, es ist auch eine Qualität, so ein Spiel zu gewinnen, beziehungsweise einen Weg zu finden, so ein Spiel zu gewinnen, oder? Ich würde ja fast sagen, so gewinnen Spitzenmannschaften. Aber ich glaube, die Leistung passt jetzt nicht unbedingt zur Spitzenmannschaft und allzu oft sollte man so jetzt nicht mehr spielen. Aber ein komischer Sieg ist ja nicht unverdient. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, weil jetzt auch Mainz nicht überlegen war. Also es ist ja nicht, dass man sagt, das wäre jetzt unverdient. Aber so wie es dann gelaufen ist, so wenig wie eigentlich offensiv zusammengelaufen ist, nimmt man gerne mit, glaube ich. Erlösung Mario Götze in der 73. Minute. Ich glaube, ganz wichtig, dass wir jetzt zumindest die Punktausbeute wie in der Vorrunde haben gegen die beiden Gegner, oder? Was meinst du? Absolut. Und ich glaube, gerade nach dem ja dann doch schwierigen Nackenschlag, den man hinnehmen musste gegen Darmstadt, war es jetzt auch für die Moral gut, dass man diese knappe Führung auch mal über die Zeit gebracht hat. Und man hat es schon auch gesehen, also es war ein Geduldsspiel, aber die Jungs haben das angenommen und haben dann so mit ein bisschen Glück und mit viel Geduld und Ruhe das dann doch verdient gemacht. Es war gerade so kein Abseits, dieses Tor von Mario Götze, wirklich eine Millimeterarbeit. Heute im Kader Witter Mai zurück vom Afrika-Cup, Fares Chebbi und Elias Kiri. Insgesamt jetzt auch mit unseren Neuzugängen. Was glaubst du, was perspektivisch dieser Mannschaft möglich ist, beziehungsweise was wir jetzt brauchen auch? Also beim Blick auf die Tabelle ist ja einiges möglich. Also jetzt gerade mit dem Sieg setzt man sich oben fest, so in den Top 6. Das ist ja alles Europapokalgebiet. Das sieht ja echt gut aus. Und gerade heute, das hat ja gezeigt, was für eine Qualität da reinkommt. Sehr schwer getan, erste Halbzeit. Wurde jetzt nicht viel besser, aber zumindest Shaibi war dann derjenige, der man eine Reingabe probiert hat, der man einen Schuss probiert hat. Der Mannschaft ist auch noch immer mehr zuzutrauen. Van de Beek, Kalajdzic, die Abläufe, das hakt eben alles noch, weil es mal wieder ein Umbruch ist. Aber da hat man jetzt ja ein paar Spiele Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Und das braucht man auch nicht vor allen Dingen. Vor allen Dingen immer weiter Spiele, sich weiter aneinander gewöhnen, weiter Abläufe reinbekommen. Und dann ist dann noch viel mehr möglich als heute. Wie viel Freude für Mario Götze, der sich mit seinem ersten Saisontor, glaube ich, für eine ganz gute Leistung belohnt hat? Ja, also ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht, war mal wieder überall, so wie man ihn kennt. Ich glaube auch, dass es ihm ganz gut entgegenkam, dass die Mainzer so tief standen, dass er so aus seiner Rolle das Spiel lenken konnte. Und er hat dann so ein bisschen ungläubig geguckt, ob der Ball wirklich drin war, ob er zählt und ob es kein Abseits war. Und hat sich belohnt, dass er dafür dann nochmal nachgesetzt hat. Und verdienter Treffer, verdienter Sieg und so will man es haben. Danke dir. Wo siehst du Mario Götze, auf welcher Position, wenn alle da sind? Schwierige Frage. Wird spannend. Ich glaube, ich weiß nicht, gar nicht, ob unten auf der Trainerbank alle das schon so genau wissen bei den Spielern. Ich finde so so eine Art, was ist das, so ein Doppel-Sechs oder so ein bisschen neben dem Sechser, das passt schon dazu. Also man sieht auch, wie viele Ballgewinne er heute auch mit dabei hat. Das ist ja so eine Qualität, die man ihm gar nicht zutraut, die immer mehr dazukommt. Und glaubt, dass vielleicht so die Zehner oder mehrere Zehner, dass da vielleicht ein paar andere inzwischen die Nase vorn haben. Aber gut, ich glaube, im Testspiel gegen Freiburg waren es ja auch mal so zwei Zehner mit Van de Beek und ihm. Also ich glaube, der wird seinen Platz finden, aber es wird immer nicht immer der gleiche sein in der Rückrunde. Spannende Geschichte. Lukas, vielen Dank. Ja, und wir fragen natürlich auch euch, die Fans, wie habt ihr Mario Götze gesehen? Und ich glaube, auch heute war ja die große Frage, es war schwierig, ins Stadion zu kommen. Aber ich denke, es hat sich gelohnt, weil man Heimsieg gesehen hat. Ich bin mit dem Fahrrad aus Bockenheim gefahren, das hat sich absolut gelohnt. Im Voraus hätte ich gesagt, hier, das gibt eine 3-0-Packung für Mainz, aber gut, jetzt haben wir 1-0, die 3 Punkte heimgefahren. Das ist alles, was zählt und immer weiter. Die erste Halbzeit war nicht so gut, aber dann haben die Jungs doch noch ein Tor geschossen. Ja, dafür seine 1-0-Tore ist er ja bekannt seit der Weltmeisterschaft, also alles richtig gemacht. Gegen so einen Gegner musst du normalerweise ein bisschen dominanter auftreten, finde ich. 1-0 für Eintracht, was willst du mehr? Ne? Tor Götze ist wunderschön, wie in der WM. Zugegeben, die Weltmeisterschaft war etwas schöner. Positionswechsel in den Katakomben des Stadions, denn da hat uns der Mann ein Interview gegeben, der uns zum dritten Heimsieg in Folge geschossen hat. Mario, am Ende 1-0 gewonnen gegen 1-5 und du hast dich belohnt für eine gute Leistung mit einem Kopfballtor. Wann ist das letzte Mal passiert?
Das Kopfballtor oder die gute Leistung? Kopfballtor weiß gar nicht, schon ein paar Jährchen her. Ich habe das eine oder andere gemacht, deswegen ja, am Ende wichtig für uns, die drei Punkte zu holen, da irgendwie zu gewinnen. Mit sehr, sehr schwierigen Spiel heute. Nicht unser bestes Spiel, fairerweise. War nicht leicht heute. Du persönlich hast wieder mit Hugo Larsson auf der zentralen Position etwas tiefer angefangen. Wie hat sich oder verändert sich dein Spiel auf der 6 verglichen mit dem, was du auf der 10 spielst? Ja, gut, am Ende geht es natürlich auch immer um die Situation, um die Räume. Es geht darum, irgendwie, wie spielt der Gegner, pressen sie uns relativ hoch, sind wir eher in deren Hälfte, bauen wir da Druck auf. Also klar, ich fühle mich in beiden Positionen wohl, auch irgendwie ein bisschen weiter zurückgezogen, um mehr Ballbesitz zu haben, mehr irgendwie da das Spiel machen zu können, aber nichtsdestotrotz auch irgendwie in gefährliche Räume zu kommen, wenn wir dann auch vorne sind. Von daher, ich glaube, mittlerweile ist das ja auch sehr, sehr variabel und schwimmend und ja, am Ende geht es, wie gesagt, darum, ein gutes Spiel zu machen, die Spiele zu gewinnen und ich fühle mich auf den Positionen wohl. Ja. Wie gut Mario Götze auf der defensiven Position funktioniert, zeigt auch die Statistik. Zusammen mit Nielsen Kunku hat er die meisten Zweikämpfe bei der Eintracht geführt und auch gewonnen. Das Kopfballtor allerdings, das war was Besonderes und auch ein Thema im Netz. So schreibt zum Beispiel Disco Seppo: Man darf natürlich auch einen Götze nicht so frei zum Kopfball kommen lassen. Cherkes Sami schreibt: Sieg ist Sieg. Viel zu harmlos, ganz harte Kost, aber zu null gespielt. Wir müssen Geduld bewahren, die Neuen werden noch besser. War eine geile Reise. Danke, Peter Fischer. Und Eduardo: Kein schöner Sieg, aber ein Sieg für Peter. Die drei Punkte und Dankbarkeit für diesen einzigartigen Mann zählen heute. Morgen muss analysiert werden. Haben wir getan. In drüber gebabbelt. Das war die Spieltagsanalyse aus dem Deutsche Bankpark. Wir haben mit Peter Fischer begonnen. Wir hören mit Peter Fischer auf. Dem Präsidenten gebühren die letzten Worte. Schönes Wochenende. Also ich glaube, wem das nicht nahe geht, 24 Jahre, also wer da mit trockenen Augen rausgeht, der ist wirklich kein Mensch. Ich habe mich wirklich versucht, so weit wie es geht, zu disziplinieren. Ich wusste das schon vorher, als ich da gestanden habe, merkte ich das. Ich weiß auch weder, was ich gesagt oder gemacht habe. Das sind dann einfach Dinge, die kommen aus dem Herz. Da gab es keinen Zettel und gar nichts, da gab es auch keine Idee. Da sind schon ein paar Tränen geflossen. Dafür muss ich mich nicht schämen, will ich mich auch nicht schämen. Ich habe diesen Verein immer geliebt und liebe diesen Verein immer. Und wenn du diesen Verein in dieser Liebe in deiner Familie trägst, dann kannst du in so einem Moment einfach auch mal diese Emotionen zeigen. Korrekte Entscheidung. Tor! Jetzt ist das Ding drin. Das war ein erstes Kampf.